Nachdem wir Kodi eingerichtet haben, benötigen wir die Speicherkarte im Rechner drinne, gehen auf Arbeitsplatz und öffnen uns den Ordner. Dort sollte zu finden sein eine Config-Datei. Die Config-Datei, wenn wir ganz normal draufklicken, haben wir den normalen Standard-Editor. Damit können wir leider nichts anfangen. Dazu benötigen wir den Editor. Den müssen wir installieren. So, jetzt können wir ihn öffnen mit den Editor. Klicken da drauf und scrollen ganz nach unten bis zum Ende, bis wir bei 111 sind. Nun kopieren wir aus der Videobeschreibung graute Ambilight-Modus und USB, also einmal die komplette Datei hier, und fügen sie hier ein. Gehen auf File und Save für Speichern. USB-Gerät kann entfernt werden. Jetzt können wir die Speicherkarte wieder in unseren Pi reinstecken und es starten und mit Internet verbinden. So, nachdem das Raspberry Pi neu gestartet wurde und wir uns die IP-Adresse gemerkt haben, benötigen wir das Programm PuTTY. Das muss auch erst installiert werden. So, das Programm müssen wir einmal entpacken und dann haben wir die 32-Bit oder 64-Bit. In meinem Fall habe ich die 64-Bit, die ich installieren muss. Und das installieren wir mal eben schnell. Und starten es einmal. Dann haben wir dieses Fenster. Hier können wir unsere IP-Adresse eingeben. Das tun wir jetzt. Drücken auf Open. Da kriegen wir diesen Hinweis. Den bestätigen wir einfach mit Ja. Dann haben wir hier unsere Konsole. Dort geben wir Root ein, R-O-O-T, bestätigen mit Enter. Und jetzt sind wir aufgefordert, ein Passwort einzugeben. Da geben wir OpenLX ein und bestätigen mit Enter. Das Passwort wird nicht ausgeschrieben. Nun kopieren wir aus unserer Videobeschreibung den Text. Den kopieren wir einfach und fügen es mit der rechten Maustaste ein. Bestätigen mit Enter. Jetzt werden ein paar kleine Dateien heruntergeladen. So, nachdem das Programm vollständig abgeschlossen wurde, geben wir Reboot ein, bestätigen. Dann kommt natürlich eine Fehlermeldung, dass die Verbindung unterbrochen wurde. Nun müssen wir unsere LEDs in dem Fernseher zählen. Wie man hier sehen kann, in meinem Fall habe ich hier diese Seite und diese Seite habe ich jeweils 29. Vom Start habe ich 24 und am Ende 24. Und oben die Leiste habe ich 49. Also ihr müsst genau die LEDs zählen. So, nun brauchen wir das Programm Hypercon. Man sieht, das ist eine WinRAR-Datei im Normalfall. Klicken wir drauf, haben wir diese ganzen Dateien. Damit können wir nichts anfangen. Also benötigen wir ein Zusatzprogramm. Das ist eine Java-Version. Die müssen wir installieren. So, nun da wir Java installiert haben, können wir das Programm öffnen. Rechtsklick mit Öffnen mit Java. So, das ist unser Programm, was wir jetzt benötigen. Wie wir hier sehen können, steht LEDs horizontal, links, rechts und Lücke und Anfang. So, horizontal habe ich 49, links 29, rechts 29, Lücke 1 und 24. Minus 24. Man sieht jetzt hier, 0 ist der, oder 1 ist der Startpunkt. Also gehen wir so weit im Minusbereich. Bis wir die 1 in der Mitte haben, oder beziehungsweise wo unser Startpunkt ist. So.
154 LEDs habe ich an meiner Zahl. So, dann klicken wir auf Konfiguration und speichern uns die Datei ab. Zack, speichern, minimieren und dann haben wir hier unsere Datei. Diese Datei kopieren wir uns, gehen auf unseren Arbeitsplatz, wählen unsere IP aus, gehen auf Config Files und fügen sie hier ein. Jetzt starten wir das Raspberry Pi neu und wenn wir Glück haben, bekommen wir eine Erleuchtung. So, nachdem wir unsere Hypercon-Datei erstellt haben und sie eingefügt haben, starten wir das Raspberry Pi einfach mal neu und schauen, ob wir eine Erleuchtung bekommen. Oho, sieh da. Ich habe noch einen weiteren Link unten in der Videobeschreibung gestellt. Da sind Testbilder drauf. Und dann öffnen wir einfach mal blau diese Datei. Ja. Jetzt können wir sehen, ob die Farben, also die LEDs, richtig platziert worden sind. Also bei mir erkennt man jetzt hier, rot geht bis hier theoretisch. Also müssen wir jetzt noch zwei, also müsste ich jetzt in meinem Fall zwei LEDs hier rübersetzen. Somit können wir, wenn wir jetzt nur über unser Kodi-System Ambilight vollständig zur Verfügung. Jetzt wollen wir natürlich auch noch unsere anderen Geräte, zum Beispiel PlayStation, Xbox, Blu-ray Player, solche Geräte, die sollen natürlich auch über Ambilight funktionieren. Und dazu gehen wir jetzt wieder am Rechner und erstellen eine weitere Hypercon-Datei, beziehungsweise zwei weitere Dateien.